Basten. Hallo, wieder hier, Back for Blood, so mit den Verrückten. Einmal Fabi, der durchs Bild rennt. Moin. Der Mann, der grün mag. Hallo. Vielleicht und der Mann mit den vielen Persönlichkeiten. In einer Woche schon kurze Wachschichten übernehmen. Vielleicht, aber Einsätze sind ausgeschlossen. Jo, wir sterben mal wieder, oder? Nur noch ein paar einsatzbereite nee, weil wir auch noch weil wir auf Fleisch spielen. Ich sterbe Ich habe nichts gekauft, weil ich anmoderiert bin, so machen das Profis. Richtig. Ich anmoderiert habe, meine Güte. Zitsche, ach du, der ist schon der Erste. Mit den Alerten gibt's noch, oder? Wie du schlägst die Snitch auf. Ja, was soll man denn machen? Wobei sneaken und nicht drauf schießen ist wahrscheinlich die Devise. Ja, aber der, also wenn der einen sieht, dann läuft der einem erstmal hinterher, habe ich so die Erfahrung. Wollen wir dich einfach killen? Mutierte Zitsche rufen nach ihrem Tod noch eine Horde, stand da gerade. Das ist, also ich habe die noch nicht ganz verstanden. Man kann die auf jeden Fall aber auch töten, ohne dass sie auslösen. Muss dann halt nur sehr fix sein, wie bei der Witch quasi. Quasi Shotgun-Ladung in den Nacken. Snitch und Witch. Ja. Ich sehe Parallelen. Tobi, ich mache seit 5 Minuten Witze über die Snitch und die Witch. Ja, das war nicht eine Aufnahme. Doch, der letzte war schon hier. Echt? Ich hab gesagt, Tobi, weck mich die Snitch. Können die auch mal in die Luft jagen. Können sie aber auch lassen und einfach weitergehen. Ich will für weitergehen. Ja, also ich muss es nicht unbedingt mit mir verschwenden. Ich kann die auch axt. Money. Wir sind noch mehr. Ich habe übrigens schon mal was, das wir machen können. Oh! Ich glaube, wir werden auch durchs Fenster gefahren. Ja, das war eventuell eine angesicherte Tür. Wir hätten das Fenster nehmen sollen. Wenn die Vorräte tragen, sie in den Schutzraum. Wir müssen hier alles verstärken, solange wir können. Wer weiß, wann wir wieder angegriffen werden. Ich weiß auch nicht, wann wir wieder angegriffen werden. Warum weißt du das nicht? Vielleicht jetzt. Walker, dafür gibt es keine Entschuldigung. Hier, die Vorräte. Wo ist denn der Schutzraum? Da, wo wir herkamen. Ist jetzt meins. Oder im nächsten Schutzraum. Ich glaube, das ist immer derselbe Schutzraum. Nee, lieber die Kiste ab hier hinten. Munitionstasche hier. Cocktail hier drüben. Habt ihr das gesehen? Oh, naja, warum sehe ich hier? Der Snitcher wurde alarmiert. Wer hat die Snitch geweckt? Was ist das? Hallo. Achso. Mama, was? Oh. Ich kann ewig so weitermachen. Oh, heiß. Hey. Hallo. Ich sieh's auch nicht. Ich hab gar was. Was ist das? Lol, ich werd hier eingehängt. Ja. Hier geht's nicht lang. Schlaf ist was für Anfänger, Liebes. Und gesichert. Da hinten waren noch Medics. Hier. Könnten wir mal nach los. Wenn dieses Incoming mal aufhört. Das nehme ich. Und hier ist noch eine Karten zu kaufen. Darum muss ich mich kümmern. Ich muss mich dringend verarzten. Seht ihr das? Oh Gott. Fuck, er hat mich. Hier hinten ist noch Erste Hilfe. Also so ein großer Kasten. Da könnten wir uns alle mal eine Ladung gönnen. Ein Erste-Hilfe-Schrank. Ja. Zum Glück. Ihr seht aus, als würdet ihr ihn brauchen. Hm. Hier ist eine seltene. Ein Magazin entdeckt. Hier. Ja.
jemand Bock auf richtig Wumms? Nur der Rückstoß nervt. Nee, bei mir ist irgendwo ein Spitter. Ja, den werde ich auch die ganze Zeit wieder nicht gefunden. Zurück! Lade nach! Geh rein! Da drüben! Na, worauf wartet ihr noch? Es fehlt noch eine Kiste, oder? Nee, ja. Nee, erstmal eine Kiste, oder? Nee, Vorratskiste. Das ist ein Herz. Deutsch, ey. Irgendwas ist seltsam. Muni hier drüben. Hier lang. Jemand scheint uns Infos hinterlassen zu haben. Sie haben aber wohl nicht viel geholfen, wenn wir sie hier sind. Das wird so einfach durchlegen. Licht an. Ich muss auch nochmal ein Dings. Altkasten. Das ist die Lava in der. Klang nicht so, als wären wir schnell genug gewesen. Hey. Wo schießt du hin? Noch Musiker. Muss nachladen. In Deckung. Alles in Ordnung. Ach, hier ist mein Medix. Oh, Erste-Hilfe-Schrank. Wie schön, dich zu sehen. Könnt ihr dir alle noch gönnen? Den Mutigen gehört die Welt. So sagt man zumindest. Kolben hier drüben. Ich nehm's. Achtung. Weg. Nicht so schlimm. Da muss ein Pflaster drauf. Ah, hier ist die Kiste. Hab die Vorräte gefunden. Dachte ich mir schon fast, weil da dieses Lupensymbol war. Ja. Steht zumindest kein Name drauf. Hier, ein Kolben. Was? Das war heftig. Das war's schon. Easy, Leute. Very nice. Das war so ein bisschen Scavenge Mode für Arme. Muss ja auch mal ein bisschen Diversität reinbringen in die Mission. Ja. Richtig. Wenn ich wissen, wie das hier auf Veteran aussieht. Ich habe übrigens was wir nach dem Durchspiel machen können. Es gibt eine Schicht, da muss man einen kompletten Akt schaffen, ohne normalen Zombie zu töten. Okay. Ja, okay, aber da gibt es bestimmt Akte, die mega kurz sind, wo du auch noch was transportieren musst oder so. Wo du einfach durchrennen kannst oder so. Liefert die Vorräte aus, müssen die Vorräte weitertragen. Okay, ich verstehe. Das ist jetzt die nächste Quest. Oh, die hat auch ein Highlight-Ende. Weiß nicht, ob ich sowas sagen soll, aber. Spoiler. Brauchen mehr Kupfer. Kupfer, wir brauchen Kupfer. Irgendwo die AK einfach schon perfekt ist und ich nichts anderes mehr brauche. Ja, da habe ich irgendwie auch so nur das Problem, so nach 5-6 Leveln oder so, wenn du dich dann auf eine Waffe geeinigt hast, dann hast du die so gemaxt quasi und guckst dann quasi nur, ob es eine höhere Wertigkeit gibt. Aber an sich hast du die Aussätze, die du willst dann.
Oh, erste Hilfeschrank. Die machen den Kampf leichter. Wie schön, dich zu sehen. Also diesen Traumaschaden habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Aber man kann ihn auf jeden Fall an diesem Kabinett heilen. So. Das ist auch gefühlt irgendwie das Einzige, wie man den heilen kann. Ich glaube, man heilt auch nach jedem Level ein bisschen, aber... am meisten halt so. Snitcher wieder direkt hier. Hinterm Lastwagen. Seht ihr's? Bitte da auf der Bank sitzen, ey. Auch Zombies brauchen Ruhepausen. Ja, vorgeschrieben, ne? Alle 15 Minuten nach dem Spielen, ja? Ja. Das, wir helfen denen ja nur dabei, dass sie sich mal endlich hinlegen, ey. Ein bisschen Pause machen. Oh, da kommt! Was ist das? Findet uns wohl interessant. Ja, ich bin der Schlüssel. Dass es hässlich wird. Endstation. Von das Tor ruft die Horde. Ne, der kommt uns hinterher. Ich glaube, wir müssen ihn nachher. Ah, warte, ich hab ne Idee. Da unten lagen doch Nades. Kartoffelhorde ausgelöst. Ja, okay. Ja, dann würde ich gerade sagen, dann kannst du auch direkt das Tor machen. Fabi, halt das Tor! Halt das Tor! Scheiße. Da ist wieder ein Tor gleich. Ja, jetzt. Oh, ah, ich bin. Danke. Das war ein Incoming. Ich flick das. Vielleicht da auch muss zwei. Ein Pflaster drauf. Zwei auf einmal, ja. Magazin! Da drüben. Diese Kabinetts müssen wir echt immer ausreizen mit den kostenlosen Heilungen. Die sind echt strong. Los geht's! Da ist die Tür. Ja. Was ist das? Snitcher! Irgendwas ist komisch hier. Ich bin da rein. Und ihr? Also ich bin drin. Okay, mach die Tür. Ja, Gott, ein paar. Ich bin umzingelt. Nimm Messer. Ah, da kommt was Fettes rein. Whoa. Läuft, wurde ich gegengeschleudert. Das soll wohl ein Weg sein. Nicht nur du. Okay. Pass besser auf, wo du dich hinstellst. Wer hat ihn getriggert? Find's immer lustig, wie Lars immer an den Eingängen kämpft und einfach nur mit Nahkampf die Leute tötet. Ja, das, so macht man das doch. Ich bin komplett sneaky durchgefliegt und dann kommt die Horde. Das war, das war einfach eine normale Horde. Random Horde. Gibt's aber. Also, ich hab mir ja eventuell mit dem Snitcher auch angelegt. Ach so, stimmt, das war der Snitcher. Dann doch keine Random Horde, Hannes. Da gibt's immer noch die Random Horde. Was ist das? Wenn das Spiel denkt, wir brauchen noch ein paar. Nur mal ganz kurz. Oh, das sind sogar zwei. Das Meme von dir, Lars, was du bei Discord gepostet hast, ist echt zutreffend. Ja, das sind halt, also ich spiele ja auf Mittel selbst dann. Und das ist echt schlimm, weil die One-Hitten dich fast so gefühlt. Die Exploder, die sind auch fies, die machen auch viel Damage, aber die kann man besser dodgen so. Aber die klatschen dich einfach komplett aus dem Leben die ganze Zeit. Vielleicht bin ich auch einfach zu viel Movement-Gruppe für die. Hier ist eine Minigun. Ja, hier wird's jetzt. Hier geht's rund. Cascado. Ich nehm's. Checke das Fahrzeug.
Soll ich schon mal meine Erfahrungswerte teilen hier? Alles Jüngling. Nee, sag bitte. Okay. Na dann. Was? Werft den Generator an. Wir dürfen diese Vorräte auf keinen Fall verlieren. Aber macht euch bereit. Wenn ihr läuft, werden die Infizierten aus allen Richtungen herlaufen. Oh, okay, wir sind jetzt bei Daylight. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch ein Haufen zum Werfen. Was passiert, wenn wir Lärm machen? Also sind nicht so überrascht, wenn wir Stress kriegen. Habt ihr euch schon mal gefragt? Hier ist ein richtig guter Aufsatz. Ich meine, hat das wirklich schon mal wer gemacht? Und hat dann einen erzählt, hey, ich hab da letztens aus Grundhaufen getroffen und das war voll leicht. Ich hab jede einzelne getroffen. Ich glaube nicht, dass es so war. Und dann auf jeden Fall der Typ in der Versenkung. Aber der Ausdruck Tontauben schießen bleibt. Ich frag mich, was er benutzt. Ja, klappt gut. Ich meine, eine Schrotflinte wäre zu einfach. Oh Gott, da sind Gott hinter uns. Geht das noch lange so weiter? Wenn ja, rede ich lieber mit den Infizierten. Ihr habt euch das doch bestimmt schon gefragt. Nö. Ernsthaft? Willst du auch mal den Rand? Nein. Sie zu mögen. Lade nach, Socke! Ich hab dich eiskalt erwischt, wa? Kein Gegrinse mehr! Ich wollte auch nochmal ein Auto in die Luft jagen. Ich glaube, ich habe irgendwas Fettes gehört. Versuchst du etwa dich umzubringen? Ich zeige den Arschloch! Genau was ich wollte. Darum muss ich mich kümmern. Ich bin mal zu Halloween als Krankenschwester gegangen. Kommt mir jetzt echt doof vor. Wir haben's ja hier. Jetzt knallt! Rosa! Tollboy hat ja anscheinend richtig viel masturbiert in seinem Leben. Wenn der so einen großen, dicken Arm hat. Irgendwie eine Hysterie müssen die haben, die nicht zustande gekommen sind. Das brauche ich. Wir wollen dich ja nicht ausbluten. Ich kann mich immer zählen. Nicht wahr? Thank you. Cool. Ich gehe dann los. Vorsicht, Tollboy!
Ich kann ewig so weitermachen. Oh fuck, warte. Du hast es geschafft. Ich stech den ab, ich hab ihn abgestochen. Ach, fuck. Mir ist gefallen. Tschüss. Jetzt ruht euch aus. Ihr habt es verdient. Wir treffen uns hier nach einer Pause. Gibt's keine Pause. Hauptsache, ich hab den Callboy abgestochen. Wenn man halt gerade nachladen muss und direkt vor ihm steht, was soll man halt anderes machen, ne? Ja, der war direkt in mir und bevor ich mit der Deal da weiter drauf batzhaue, steche ich ihn halt ab. So wie auf der Straße halt üblich, ne? Ja. Ja. Wenn die Knarre leer ist, dann geht's ins Messerkampf. Wobei ich mit der Knarre zufrieden bin, weil ich glaube, ich habe damit eine Muni, die nicht viele von euch haben. Sniper-Muni, ja. Ja. Was Eagle hast du denn? Das hat Eagle. Ach so, generell, ja. Aber du hast ja auch noch eine Hauptkampfwaffe. Ja, das ist eine MP, aber die benutze ich fast nicht. Ja, okay, ich benutze halt die MP die ganze Zeit. Ich habe eine MP und Nahkampf halt. Oh, das Level. Die müsste ich schon, aber halt sparsamer. Die hört man immer über das Genusgefraul des Stitcher. Weiter die Stitcher dabei. Boah, das nervt hier, meine Zwotwaffe nachzuladen am Anfang. Ja, ich sag ja, das geht. Die Infizierten sind oft in der Gegend von Finleyville aufgetaucht. Auch ein weirder Bug, dass die den noch nicht gefixt haben. Ich weiß warum. Wir glauben, dass bei der alten Blue Dog Mine ein wichtiger Einfallpunkt der Infizierten liegt. Pellicero ist mit einem Team dort. In ihrem letzten Funkspruch berichteten sie, dass sie sich der Mine nähern, aber auf schweren Widerstand stoßen. Warum wurden nicht wir geschickt? Wir können sowas. Weil ich jemanden brauchte, der Befehle befolgt. Wenn mir jemand mal ein bisschen Befehle befolgen oder tun, was gesagt wird. Ich brauchte Leute, denen ich trauen kann. Yeah. Ihr wollt mein Vertrauen? Findet raus, was passiert ist und macht die Mine dicht. Ich hab ganz schön viel verballert. Okay, ich bin voll. Okay. Na, hier könnt ihr noch Gewehr holen. Das ist ein langer Weg. Weil ich brauche Gewehr im Moment. Ja, ich bin voll. Ich bin auch voll. So. Brechen wir auf. Süße Träume! Sarana! Mit Hoffman. Ich will gar nicht darüber spekulieren. Oh, Wind! Danke. Was Chilliges, wenn man durch so ein Level streift und es passiert einfach erstmal nichts. Und nur so ein paar, nur so ein paar Randgruppen da oben stehen. Das Schwert!
Zu Fuß quer durchs Land könnt ihr schon Zeit einsparen. Hoffen wir, dass ihr mit Pelissaro und dem restlichen Team zurückfahren könnt. Vorräte! Dort. Patrouillen hat in eurer Richtung ungewöhnliche organische Strukturen bemerkt. Vielleicht etwas Infiziertes, vielleicht auch nicht. Egal, was das ist. Mir wäre es lieber, wenn ihr es beseitigt. Denkt dran, dass wir zusammenarbeiten müssen, nicht gegeneinander. Oh Mann, bald kriegen wir noch eine Titelmelodie. Hey, sind wir diese Wand-Dinger, Stalker, liebe Ansprechdinger. Die Camper. Seht ihr es? Moni, hier drüben. Alter. Ah ja. Falls jemand die Pickern hier aufnehmen will, ich hab den Bodenwälder genommen. Ich habe eine. Ich habe auch eine. Okay. Mal sehen, was hier drin ist. Ah, hier kann man auch eine benutzen direkt. Hier ist die Gewinnertür. Hallo, das ist unser Haus. Nicht mal. Mein Gott, kein Respekt, die Leute heutzutage. Und drin war auf jeden Fall ein Medic-Kasten großer. Das behalte ich für mich. Das ist ein Scherz, oder? Von diesem Mist will ich nichts mehr sehen, wenn wir fertig sind. So. Wow, Sings bin ich weg, geil. Hä, wo war ich denn? Das ist ja auch wow, ein Wisch. Irgendwo hinten im Bus ist das Kack hier.
praktisch. Hier! Alter, Bubi! Hä? Da war nicht mal eine. Ah, immer noch hier unten. Okay. Das ist ja gestern nicht so gut. Ich stech dich ab. Hör auf zu zappeln. Ich kann das nicht tun, weißt du? Passt auf, wo ihr hintretet. Auf dich kann ich immer zählen. Thank you. Sehe schon, ich muss. Nächste Kampagne muss ich auf Doc wechseln. Zwei Kampfe noch! Wow! Ich will doch nur die komischen Geschwüre entfernen. Hier ist nochmal was für eine Minigun. Habt ihr das gesehen? Das ist eine Minigun, also. Wenn wir eine Minigun brauchen, dann können wir das hier aufmachen. Ja, wir haben eh eine Pickgun. Also ich glaube, es gibt eh maximal 1, 2, 3 Orte Pickguns pro Level und Hannes hat ja noch eine. Dann benutze ich mal meine. Okay. Ist bei jetzt mal. Minigun. Nee, fuck ja. Frage ist, wohin? Vermutlich da oben hin, ne? Wir müssen der Linie da folgen. Genau. Ich weiß nicht, damals in der Peter-Tour, wo wir gespielt haben, wo wir nicht wussten, was wir machen sollten. Bin ich gewohnt, aber da gab es diese leuchtende Linie nicht, deswegen. Das haben sie kritisiert und das haben sie hier in der Version besser gemacht. Keine Pause, bis all die Dinger tot sind. Weil es keine gab, haben wir die nicht gefunden. Rumlaufen, ne? Ja, wir sind so deinen Fluss. Euch Deckung, lasst mich zurück. Okay, ich komme. Hat jemand Sturmgewehrmunition? Nee, ich will der komplett. Ja, auch. Brauch die nie. Warte. Hier, sowas kann man immer brauchen. Also, jemand, was mit den Fleischhaufen auf sich hat? Lauf! Oh. Ja, okay. Letztes Mal hatten wir Glück. Alles, du brauchst keine Sturmgewehrmunition, oder? Ich nicht, ne. Schaden, das brauchst du, ob du Sturmgewehrmunition brauchst. Nee, ich nicht. Ja, weil ihr immer ganz nett, wenn ihr droppen könnt. Weil ich hab keine mehr. Ja, ich hab grad alles Farbe gegeben. Deswegen habe ich anders gefragt. Wie funktioniert Muni droppen? Auf Tab. Und dann rechts oder links klickt drauf. Ja, das hier, man, ich lass es hier. Sehr gut, meine Kleine. Danke. In Deckung! Ich checke das Auto. Metz hier! Mach ganz schnell die Tür zu. Schon mal hier rein? Voll easy. Aber Tobi, weißt du, welche Zeit das jetzt ist? Ja. I know. Burgerzeit?
Exakt. Uns hat was Folgen in der. Richtig. So, liebe Kinder, es ist wieder soweit. Schaltet auch morgen wieder ein. Aber jetzt ab ins Bettchen. Aber jetzt abschalten. Und morgen heißt es wieder Kikaninchen. Und das Zombie-Männchen. Zombie-Männchen. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallöle. Surviving here, rebuilding. Surviving's not enough. We've got to fight. Now we don't need to do anything. All right, when was the last time you saw written in any numbers? All of my best friends like to bond and fuck up, and they talk about. Oh my God! Take this. For some sort of invitation. Never coming as long. Oh no, you get this what you get. Hang in there, Holly. Get high with your best friends. No rest for the wicked. Let's go. You're here. Come on. God, I love Mondays. Another day in paradise. Buttercups. We've got one shot. Let's make it count. Over here!